Daniel Garbeli, ihr seid der Geschäftsführer vom Garbeli Adventure. Vor 20 Jahren hat es im Sachsenbach eine Tragödie mit 21 Toten gegeben. Kann man sagen, beim River Rafting hat es da nachher einen Umbruch gegeben? Ja, es hat die Leute schon geweckt, weil erstens sind ja die Umsatzzahlen stark zurückgegangen und es hat dann insofern etwas ausgelöst, dass die Politik ist aktiv wurde und mittlerweile haben wir durch Briefungen und Ausbildungen, die sicherstellen, dass das Raften weiterhin ungefährlich ist. Jetzt früher haben die Unternehmen mehrheitlich eigentlich unter ihren eigenen Standorten gehandelt. Jetzt hat es eine Verbank gegeben. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, aus dem Grund hat es ja die Swiss Outdoor Association gegeben. Also ich kann mich erinnern, nach dem Canyon-Unglück hat da jeder irgendetwas umeinander erzählt und dann hat man den Verband gegründet und praktisch jetzt ein Sprecherrohr hat und dadurch sind nachher eben die ganzen Ausbildungen geregelt worden, was braucht es, für das jemand ein Boot feiern oder eben nicht feiern. Und das hat doch das sehr, sehr viel ausgelöst. Wie wichtig ist jetzt für so ein Unternehmen so Zertifikate? Ja, es gibt Zertifikate als Einzelne. Das heisst, wir haben ja bis jetzt das Label Safety in Adventure gehabt, was jetzt aber jetzt zwar nicht mehr gibt. Aber eine Zertifizierung heisst, dass man kontrolliert wird. Und das ist für mich als Unternehmer sehr wichtig, dass ich mal eine externe Sicht habe und auf gewisse Sachen darauf hingewiesen werde, die ich vielleicht vorher noch nicht so gesehen habe. 2014 ist das Risikoaktivitätengesetz in Kraft getreten. Da hat man das erste Mal für Action-Sportarten etwas auf Bundesebene geregelt. Was hat sich da nochmal verändert nachher? Ja, es ist jetzt natürlich viel mehr vorhanden. Man weiss, was man für Schwimmwesten braucht. Man weiss, wie die Boote müssen ziehen. Das ist jetzt natürlich alles aufgeschrieben und geregelt. Und was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, es verhindert durch das Gesetz natürlich auch, dass irgendjemand anfängt, der keine Ahnung hat und so die Branche auch ein bisschen geschützt ist. Sprich, die wirklich gut arbeiten, nachher auch können arbeiten und die anderen gar nicht aufhängen oder man kann aus dem Verkehr ziehen. Ein wichtiger Part sind auch die Guides. Wie kann man die hier geschult werden, die intern oder extern? Wie läuft das ab? Ja, es gibt Guides, die natürlich eine gewisse Ausbildung haben schon oder überhaupt Ausbildung schon haben. Die werden nachher intern so geschult, dass die das interne Sicherheitskonzept und die Voraussetzungen kennen und die ganzen Abläufe so kennen, dass wir immer auf dem Top-Niveau arbeiten und eben die Sicherheit können minimieren können. Und dann gibt es andere, die ich auch habe, die bei mir anfangen, die nachher in der ersten Phase hier interne Ausbildung machen, dann auf einmal Stagefahrten machen, dann eine externe Ausbildung. Also dann schicken wir es immer zu einer anderen Firma, wo der Fluss ein bisschen wilder ist. Dann ist nochmal 8 Tage Ausbildung und danach gehen die an die Prüfung für Rafting Guide Level 1 und der Tripleader. Und ab dann können die dann nachher selbstständig und allein ein Boot führen. Jetzt das River Rafting, ist das so eine Risikoaktivität oder ist das einfach alles, was der Ruf, der jetzt vor uns eilt? Ja, es wird eben nicht differenziert. Also wenn ich jetzt sehe, das Unternehmen hier gibt es jetzt schon seit 30 Jahren und in diesen 30 Jahren haben wir eigentlich nur mehr was Pflaster haben wir nie gebraucht. Also es ist nie etwas passiert. Und wenn ich parallel dazu sehe, wir haben auch Gäste oder aus Belgien, die parallel dazu gehen, Trottinett fahren oder Velo fahren. Und wenn ich sehe, was da immer passiert, muss ich sagen, ist das Risiko beim Raften sehr klein. Im Vergleich zu anderen Sportarten, die uns gegeben werden. Aber gerade nochmal zurück auf die Tragödie vor 20 Jahren, kann man also sagen, nach diesen 20 Jahren, wo wir jetzt hier 2019 sind, hat man die richtigen Massnahmen ergriffen? Da bin ich überzeugt, dass man wirklich die richtigen Massnahmen ergriffen hat und wir sind da noch nicht am Ende. Also wir jeden Trip dokumentieren, die Daten sammeln und alle Erfahrungen und Sachen, die laufen fließend und immer wieder in das Sicherheitskonzept ein. Und heute kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, dass man sehr viel Macht hat und dass man nach wie vor das überprüft und weiterhin sichere Fahrten kann anbieten. Und wenn man jetzt sieht bei Insch, wir haben den Jüngsten, der 2-jährig war, der mitgekommen ist, und der Älteste 93. Also ist so für alle machbar, jetzt gerade speziell bei Insch und absolut sicher. Ihr habt es gerade angesprochen, ihr habt auch junge Gäste. Wie hat das dieses Jahr mit dem Ferienpass ausgesehen? Ist da etwas gelaufen?
Also der Ferienpass kommt noch und das sind für mich immer die schönsten Fahrten, weil das sind Kinder im Alter, wo man sich sehr gut motivieren kann, wo man viel Freude hat. Und das ist immer für mich ein schönes Erlebnis, mit denen die Fahrten dürfen zu machen. Als abschließende Frage, wie ist das eigentlich im Rotto? Es hat sehr viel geregnet, es ist immer stark und es hat auch viel Schmelzwasser gegeben. Wie war die Situation so hier? Gut, das ist eine Situation, die wir kennen. Winter viel Schnee, der Mai relativ kalt und im Juni Hitzeperiode. Und da wir ja ein Sicherheitskonzept haben, wo auch die Wasserstände und die Wasserlevel definiert sind, haben wir genau gewusst, wenn wir noch fahren können und wenn nicht. Und es hat gerade Ende Juni eine Woche gegeben, wo wir gar nicht fahren können, weil es zu viel Wasser hat. Und das ist jetzt eben eine Massnahme, dass sich die Branche eben selber Auflagen gibt und das genau definiert und dann im entscheidenden Moment eben auch reagieren kann und eben nicht fährt oder, wenn es ein bisschen im kritischen Bereich ist, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen treffen kann.